Ja, Special. Ich will versuchen, zurückzukommen. Das Einzige unter Raker Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. What the hell? Okay, kleinen Moment. Ich hab einen kleinen Mitkommentierer, der mir hilft, zurück zu Besser zu finden, weil ich will ein paar Nebenmissionen machen. Hallo. Hallo. Seil. Ich weiß aber nicht mehr wirklich, ob ich die Wurst... Das Haus der Blüten soll unter Raker Stitch sein. Die hübschesten Mädchen... Was haben die mit diesem Raker? Ich muss immer an Raker aus Star Trek denken. Das Einzige unter Raker Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. Ja, ihr wiederholt euch, Mann. Okay. Was? Geh mal rein. Okay, kleinen Moment. Nicht ohne vorher reingelunzt zu haben. Oh, das sieht hell aus. Eigentlich wollte ich nur zurück. Ja. Der Wegpunkt führt wohin? Der Wegpunkt führt zur dritten Mission. Und Besser ist irgendwo nicht hier, sondern hier irgendwo. Also da eigentlich. Was? Jetzt ist er weg. Eben war er noch da. Wo ist Besser hin? Da ist eine Ratte. Mann, er ist weg. Also eigentlich ist er hier. Irgendwo okay. in der Ecke. Okay. Du müsstest also durch eine Tür gehen. Du müsstest eigentlich eine dieser leuchtenden Türen gehen. Ja, das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo die sind. Hier? Oder da? Nein, da oder, genau, oder da eventuell. Heißt also, ich muss einfach nur hier geradeaus so... Warte mal ganz kurz. Einfach so ist es gut, einfach gesagt. So, da. Ja. Da? Ja. Warte ganz kurz. Hopp. Oi. Da hoch vielleicht? Vielleicht? Nur wie? Keine Ahnung. Mir fehlen diese Kletterhandschuhe aus dem dritten Teil. Kleinen Moment. Hey! Und hey! Ja! Ah, dadurch? Da bin ich gerade schon mal... Ich habe immer Angst, dass das Fallen sind. Vorhin bin ich mal in einem Haus gelandet, wo sich die Druckplatten auslösen ließen. Oh. Und jemand eine Falle eingebaut hatte. Was macht man aus Druckplatten? Ah, passt. Ja, Moment. Hier bin ich in das eine Haus angebrochen, egal. Ach genau, das war das mit dem Loading Screen. Ich hab mich... Ah doch, genau, okay. Also das ist wie wenn ich durch so eine Tür durchgegangen wäre. Ja, verstehe. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich... Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Was? Wie runterschneiden? Dann viel Spaß mit dem Papier. Das ist richtig. Das ist sehr schön. Geh jetzt dahin, ja. Da, dann links. Ah. Dann rechts. Ja, auf das Gelände zu. Würdest du bitte... Dankeschön. Weiter. Und jetzt eigentlich nur rauf runter auf den Boden. Wirklich so aussieht wie aus runter. Echt jetzt? Runter. Ja, echt jetzt. Nochmal runter. Hut. Ui. Und nochmal weiter. Ui. Oh. Hier müsste es jetzt irgendwo sein. Ah, da. Oh, ja. Da yeah. Ich hoffe, der ist da. Stimmt. Laut der Karte war er nicht mehr da. Jetzt hätte ich mir vielleicht einen Timer stellen Seht sollen, richtig? Euch um. Richtig? Seht euch euer Zuhause an! Vor einem Warte, geht grad nicht. Doch nun verrottet die Stadt! Links Schwermut, ja, warte. Hungersnot, die leeren Versprechungen des Barons! Der Typ sieht, echt mal! Der Typ sieht aus wie... Was hat Northwest uns gegeben? Ein Industriezeitalter? Fortschritt auf Kosten des Volkes? Ja, wirklich. Orion hat uns gewarnt, dass die Wache das Blut unserer Freunde vergießen würde. Dass unsere Familien in die Schwermutgruben geworfen würden. Er sieht eine Stadt am Abgrund des Todes. Vergiss das Atmen nicht, mein Freund. Aber die Götzen lassen sie nicht sterben. Hallo, mein Freund. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Freut mich. Was hat denn eigentlich im Hals? Ein Schal? Oh, das sind schon ein paar mehr, ne? Ach, nee, ich meine das Ding hier. Das ist so ein Löffel. Ich glaube, das ist das für diese Leute, die hier diese Wein abschmecken. Ich kenne eine, die behauptet, sie sei die Geliebte des Barons. Will eine ganze Goldmünze für ihre Geschichten. Ja. Okay. Pinselstrich des Wahnsinns. Stiehl das Gemälde. Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Vor einigen Jahren wurde ein Maler in der Heilanstalt... Du hast im letzten Jahr viel verpasst. Ah, Moira ist also sowas wie eine Irrenanstalt oder so. Bin zum Glück aber wieder nüchtern. Kein Waisenhaus. Kein was? Weiß nicht, Waisenhaus. Nein, vorhin in der zweiten Mission hat doch einer gesagt, von wegen, als er vor diesem Puppen stand, die können nicht weiß von Moira in die Heute Abend nirgendwo hin. Das freut mich, ich auch nicht.
Vorher war er gesund, danach so irre wie ein verwundeter Beric. Er hat angefangen, seine Albträume zu malen, sich dann aber umgebracht und jetzt... Die Schwarzsteuer hat mich arm gemacht. Nimm einen Auftrag an und hilf deinem alten Freund. Gerne, wenn du mir nicht immer dazwischen laberst. Danke. Ich weiß, wo sich eines davon befindet. Hol es dir, damit wir seiner plötzlichen Beliebtheit profitieren können. Keine Billigaufträge. Mach das mal als erstes. Das ist die Besso-Garantie. Danke. So ein goldener Uhr. Sie hat alles verdient, was ihn jetzt erwartet. Früher hatte sie hier eine goldene Taschenuhr in Black Pro. Lass dir Zeit, Garrett. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Besso. Danke. Trotzdem ständig seine Huren um eine Münze betrogen. Wegen der Schwermut und seiner tobenden Syphilis. Uah. Sind seine Tage gezählt? Die Schwarzsteuer hat mich arm gemacht. Nimm einen Auftrag an und hilf deinem alten Freund. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Medizinmisere jetzt noch. Gut, warte. In der Straße gibt es ein neues Wunderelixier gegen die Schwermut und diesmal soll es eine echte Arznei sein. Dr. Troy hat angeblich... Schon mal von Dayport geträumt? Wein? Frauen? Straßen, die nicht stinken? Das wahre Leben. Wo wir gerade bei Star Trek waren. Richtig. Aber er hält es in seinem Laden unter Verschluss. Besorge eine Probe, dann werden wir reich. Unter den noblen Bannern des Kampfes gegen den Erdbeeren. Ja, genau. Wir sind ein gutes Gespann, Garrett. Du stiehlst, ich steuere den Charme bei. Ich wünsche dir kein Glück. Wozu auch? Danke, das ist so charmant von dir. Oh, hab ich das noch gar nicht gelesen? Verrat! Holy! Warte, das will ich mir angucken, das hört sich cool an. Eine dunkle Wolke hängt über dem goldenen Zeitalter. Jetzt ist es ein goldenes Zeitalter, weißt du? Vorher war es ein dunkles. Gestern am Abend im Midsommertagfestes kam es zu einem feigen Mordanschlag auf Baron Northcrest. Was? Echt? Ein Topf mit Schwarzpulver in Northcrest Manor löste eine gewaltige Explosion aus, deren Echo in der gesamten Stadt zu hören war. Mit großer Erleichterung, die sich von allen Mitbürgern geteilt wird, können wir berichten, dass der Baron ja wahrscheinlich die Tat überlebt hat. Einige davon Mitglieder der Stadtwache sind bereit, um die Schuldigen rasch und Gerechtigkeit zu führen. Laut ihrer Aussage gibt es keinerlei Grund zur Panik, dennoch sei gesagt, dass es die Pflicht aller Getreuen des Barons ist, jedwede zufälligen Mitgehörde auf wieglerische Äußerungen zu melden. Vergesst nicht, giftige Worte führen zu eben solchen Taten. Explosion in Northcrest Manor? War das nicht auch irgendwie alles vor einem Jahr oder so? Was für ein Datum haben wir eigentlich im Moment? Steht es, oder? Nein, das ist das Datum von der Zeitung. Ich würde gerne wissen, welches Datum jetzt ist, damit ich weiß, ob das wirklich vor einem Jahr diese Geschehnisse waren. Gute Frage. Okay, jetzt verfolge ich hoffentlich... Ja, okay. So wie es aussieht, verfolge ich jetzt diese Quest mit dem Gemälde. Warte mal. Musst du da durch? Gehe ich von aus. Okay. Dafür habe ich dich, um mir das zu sagen. Ich weiß es aber auch nicht. Mir zeigt dein Dings jetzt hin. In die andere Richtung. Awesome! Warte ganz kurz. Ich habe endlich Orion gesehen. Er hat sich in Blackfurrow um uns Bettler gekümmert. Hat er was gesagt? Ja, ganz recht. Er hat mich aufgeweckt. Die Königin der Götter selbst wollte meine Geschichte. Nein, hier komme ich jetzt wieder zu dem Friedhof. Und ich dachte schon, ich komme hin. Nee, geht nicht. Und hier gehe ich jetzt auch wieder nach rechts und nicht nach links. Aber hier könnte ich vielleicht... Nein, kann ich auch nicht. Was? Harry! Harry! Potter? Geh nicht! Nein, sieht mich da noch aus. Ich muss da vorne durch. Scheiße, ich bin doch falsch. Okay, wir sind Bescheid. Oder kann ich hier irgendwie drüber? Durch? Drüber? Das ist egal, du kämpfst dann sowieso an der Stelle an, wo... sowieso, wenn du so gehst, hinkommst. Weil ich das mache. Ja, ja, genau, stimmt. Und da ist jetzt die andere Seite der Tür. Ich habe ihn eigentlich dabei als Navi und Orientierungshilfe, weil ihr kennt meine Orientierungshilfe, Leute, ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde in dieser Stadt einfach mich hoffnungslos verlaufen und wahrscheinlich auch meinen Heimathafen niemals wiederfinden. Geh durch diese, glaube ich, die Tür. Hui! Ja. Aber das ist doch der einzige Eingang, oder nicht? Ich werde krank. Nein? Das spüre ich. Halt! Okay. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Woher weiß der von ruchlosen Bedürfnissen meinerseits? Keine Ahnung.
Wie viel habe ich denn? 1200. Holy crap. Voll gut. Breitkopfpfeile, ich will nicht töten. Feuerpfeile, ich will nicht töten. Wasserpfeile, 10 von 20? Ja, 5 könntest du kaufen. Für nur 4? Komm, 20. Ja, bitte, auch 20. Manchmal findest du ja bei den Leveln welche. Beim Aufprall wird das im Gehör sein, das habe ich geglaubt, das habe ich schon mal vorgelesen. Ja, Übelkeit und Atemnot, genau. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Vor allem ist es eine Möglichkeit, nicht zu töten. Seilpfeil. Nur 2. Komm. Ist mir lieber, wenn ich davon genug habe. 9. Dürfte auch erstmal reichen. Leuchtbombe. Könnte mir ja irgendwie auch was bringen. Doch, Leuchtbomben sollen auch dich aus der Affäre ziehen können. Ohne Kampf und ohne alles. Ah, ich glaube, das... Kleinen Moment. Ja, das ist zum Verkauf. Achso, verkaufen. Nee, 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 das will ich ja. Du kannst mal ganz rechts gehen. Boah, Rasierklinge. Werkzeuge zum Entfernen von Gemälden aus ihrem Rahmen. Ich würde sagen, das brauche ich dafür, ne? Ja. Okay, gib mir das. Den Drahtschneider brauchte ich auch vorhin. Polsterung. Achso, warte, den Drahtschneider brauchte ich vorhin. Eigentlich hätte ich gebraucht, hatte ich aber leider nicht. Ah, okay. Gut. Wieder Polsterung. Für? Bams, das ist es. Erhöht die sichere Fallhöhe. Was dachtest du denn? Ich dachte, damit kann ich mich leiser bewegen. Auch wenn ich was schneller gehe. Wahrscheinlich gibt es das auch, aber wohl noch nicht. Und? Verringert die Geräusche beim Gehen. Okay, doch. Das werden wir brauchen, sonst erschrecken wir uns immer vor uns selbst. Ja, die Fallhöhe war bis jetzt noch nicht das Problem. Oh, Entschuldigung. Ja. Ihr schon wieder. Ja, tut mir leid, ich habe noch was vergessen. Ja, da mal gucken. Gibt es da etwas, was du dir holen könntest? Grinsesalz. Erhöht Maximalfokus. Ach so. Ich hab das vorhin mal ausprobiert. Irgendwie funktioniert das tatsächlich nicht, dass ich beim Fokus diese Schlösser von innen sehen kann. Hm. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht machen wir es nur falsch. Den Moosköcher finde ich ganz interessant, aber... Für Moospfeile, yay. Nein. Breitkopf- und Sägezahnpfeile verursachen beim Aufprall keine Geräusche. Ach so. Das heißt, mein Köcher ist quasi innen mit Moos ausgehöhlt und das überträgt sich auf die Pfeile und deswegen machen die keine Geräusche. Ich vermisse den klassischen Moospfeil. Ich auch. Für die Polsterung von Böden. Aber den brauchen wir ja gar nicht mehr. Nein, brauchen wir auch nicht. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Das hätte ich vorhin vielleicht gebrauchen können. Seitenwindmedaillon. Verringert die Trefferchance feindlicher Projektile. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber belassen wir es, glaube ich, erstmal dabei. Muss nicht sein. Zeit ist Geld. Verschwendet die Mangel nicht. Vielleicht wäre es hier mit ein paar schönen Vorhängen. Seht euch um! Seht euch euer Zuhause an! Ach, vor einem Jahr gab es doch... Stone Market, genau! Doch da war ja was. Wir könnten ja gucken, wo das eigentlich stattfinden sollte. Dann könnte man ja schon ungefähr wissen, wo man entlang muss. Karte, ne? Ja, den Wegpunkt und dann die Karte. Finde ich auch sehr schön, dass die Karten nicht mehr so selbstgeklöppelte... selbstgeklöppelte Skizzen sind, genau. Mache ich das besser so? Ja. Holy! Also einfach einmal hier... Was? Echt? Ja. Sieht so aus. Und was ist das für ein Punkt? Das ist ein anderer... das ist... Eine andere Mission, eine ne? andere Mission, nehme ich an, ja. Okay. Oder? Kann man die anklicken, die Punkte? Nee, ne? Mhm. Die Quest hatte ich, glaube ich, von Anfang an. Das ist so eine Art, Special Quest, die man, weil ich das vorbestellt habe, dabei hat, automatisch. The Bank's Haste oder so ähnlich heißt die, glaube ich. Finde ich auch sehr cool. Okay. Oh, hier ist so hell. Wo war denn vorhin das mit diesem Drahtschneider? Das weiß ich nicht mehr. Dahin. Nein! Verdammt. Das war wirklich verdammt knapp. Du könntest da hochklettern, ja. Okay. Hopp. Und hopp. Der Gestank hier ist widerlich. Dann würde ich mal duschen, mein Freund. Was ist denn aus dieser Stadt geworden? Ich glaube... Kann ich hier? Ja. Awesome.
gleich da. Perfekt. Ach, sehr nice. Ich wünschte, wir könnten alle cool, runterschneiden. Ja. Gut, einen Moment. Dann viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Oh. Ja. Zack. Zack. Hallo. Ups. Ich werfe weniger Licht. Aha. Boah. Schloss knacken bei dem Schrank. Holy shit. Komm, 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 komm. Gib mir das, gib mir das. Ja. Brav. Und nochmal. Komm, 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 komm. Jawohl. Geht doch. Ui. Moira Entlassungsschreiben. Yay. Kann man es vielleicht mal gleich angucken, was genau Moira eigentlich ist. Und haben wir hier noch ein Entlassungsschreiben? Nein, Gemäldebestellung. What? Jetzt sag mir nicht, das ist nicht mehr hier. Ja gut, ich sehe es natürlich. Doch, 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 doch. Alles gut. Oh, ich liebe es, wie er das Ding benutzt. Das ist sicher ein Original. Bam! Kann ich hier durch? Ich will da durch. Njop, njop. Und? Oh, Vogelnest. Gib mir das. Ja, ich weiß, ich muss da auch dran denken. Okay, das wäre der erste Auftrag gewesen, hä? Richtig. Mann, das war ja schon fast zu einfach. Kleinen Moment. Documents. Aber das passt, glaube ich, zeitlich hin. Stone Market. Moira Entlassung schreiben. Mr. Montanessi. Hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht. Oha. Und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Dr. Huntfield. Vor kurzem erst bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gerne in Zahlen 7, Kopien eures wundervollen Gemäldes Dandy mit Hahnenkopf in Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine erdenkliche Summe Geld wert. Ich hoffe, dass man mit dieser Geste ein gutes, des guten Willens jene unerfreulichen Episoden in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie. Unter dem Brief befindet sich eine grobe Skizze, die einen Mann, vermutlich Lord Abercrombie, diversen unbeschreiblichen und illegalen Tätigkeiten zeigt. Das Bild hätte ich jetzt gerne gesehen. Das hätte ich jetzt allerdings auch sehr gerne gesehen. Wie darf man jetzt das verstehen? Das ist eine gute Frage. Ach, schade. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Sammlerstücke. Auf der Rückseite dieses Gemäldes steht, Kälte und Einsamkeit fühlen sich körperlich genau gleich an. Nicht nachlassender Druck und die Gleichgültigkeit der Welt. Ein friedlicher Zustand. Friedlicher Zustand, oh ja. Ich finde das Bild ein bisschen creepy, muss ich sagen. Soll das auch sein, weil er schließlich von einem seiner Albträume. Ja. Werkzeug zum Entfernen von Gemälden. Werkzeug zum Deaktivieren von Fallen und Alarmen. Ja super, das hätte ich vielleicht vorhin gebrauchen können. Ressourcen. Feuer, Breitkopf, Stumpfer und so weiter. Was? Ich kann nur einen Mond mitnehmen. Nee, 5 Mond kann ich mit mir führen. Okay, okay, alles gut. Jetzt muss ich nur noch gucken. Warum ist immer noch so ein Plus, Mann? Ist egal. Versuchen wir noch eine? Die ist in der Nähe, ne? Zeitlich wird's knapp. Ich will zumindest hingehen. Okay. Oh, hier ist immer so hell. Ich mag es nicht, wenn es hell ist. Und hier stehe ich natürlich wieder von der Wand. Ja. Oh ja. Oh. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh. Warum stehe ich jetzt hier im Hellen, Mann?
Das war doch gerade alles dunkel. Das war knapp. Herzklopfen. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wo muss ich hin? Ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss da rüber. Geh mal da rein. Wo rein? Da rein. Gibt es da vielleicht irgendwo eine Kanalisation oder sowas? Ja. Ich erinnere an. Wenn ich dich nicht hätte, du. Da wäre es sicherlich viel abenteuerlicher. Kann der Fluss bis hierher riechen. Ach, abenteuerlich hin oder her. Ach so, das geht jetzt nur in das Haus rein. Da könnte man auch durch die Haustür reingehen können. Egal. Ach, das ist so langweilig. Was ist aus dieser Stadt? Ja, mal sehen, was es da drin gibt. Zack, zack. Oh, hell. Mach doch mal das Licht aus, Junge. Mal gibt's silberne und mal goldene Brieföffner. Uns ist übrigens vorhin aufgefallen, dass man die Schubladen kein zweites Mal öffnen kann. Das heißt, wenn man sie überhaupt öffnen kann, dann hat man sie definitiv noch nicht... Was war das? Durchsucht. Falscher Knopf, Entschuldigung. Ah, nein! Oh, nicht schon wieder. Immer dieselbe Kacke hier. Gleich zwei Schränke zu verstecken. Ja, super. Wir können uns sogar zwei teilen und trotzdem noch unentdeckt bleiben. Guck mal hoch. Ja, kleinen Moment. Warum? Nur für den Fall, ob es da irgendwo einen geheimen Eingang oder so gäbe. Anscheinend nicht. Oh, da geht's hoch. Ja, die Treppe waren wir oh, wieder hallo. Hängen geblieben, schon vergessen. Richtig. Als die Wachen da hochgingen, genau. Heißt aber jetzt? Jetzt wäre deine Chance, da rauszukommen. Komm. Ich hoffe, die kommen nicht auf die glorreiche Idee, hier reinzukommen. Haha, als ob. Ja, ist ja gut. Ich brauche was zu trinken. Okay, schnell. Husch, 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 raus. Tür zumachen. Brav sein. Geh mal, rechts, neben der Treppe da. Links, ja. Die Richtung, ja. Hui! Hallo, mein Freund. Oh. Geht es da irgendwo hin? Entlang? Nee. Nope. Schade. Halt! Ah nee, spähen. Ja, super. Spähen gegen die Wand. Muss aber aufpassen, da kommen bestimmt die Wachleute gleich entlang. Das macht überhaupt nichts. Du kannst da hoch. Warte ganz kurz, ich will wenigstens ein bisschen Licht wegmachen. Glaubst du? Doch, du kannst da hoch, ja. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, gleich. Geht nur eurer Wege, Freunde, geht eurer Wege. Und ich gehe der meinen. So. Wir sind noch nicht mal bei 20 Minuten. Wir sind noch nicht mal bei 20 Minuten. Dann viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Irgendwie wiederholen die sich hier doch ziemlich oft. Hier komme ich nicht hoch. Was für eine kalte Nacht. Stellt euch nicht so an, zieht euch wärmer an. Ja, so macht man es nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz tolle Idee. Ich verkrübel mich jetzt hier in die Ecke und beende die Folge für heute. Nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Achie. Okay. Dann würde ich sagen... Ich verhungere. Einverstanden? Ja, sicher. Ja? Oh mein Gott. Danke für deine Hilfe. Bitte. Sehr gerne. Applaus. Nein, Quatsch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Lasst mir ein Däumchen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. abonnieren nicht vergessen. Guckt unten in die Infobox, in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns bald. Bis zu sehen. Bis dann. Tschüss. Und redet mir nicht immer dazwischen, Mann.